Oh Mann. Jetzt schneidet er mich hier weg. Eins, zwei. Ah, falscher Knopf. Mann! Okay, wo kam denn da? Warum achte ich denn nicht auf die Schreie neben mir? Warum denke ich denn ja, die tun mir schon nichts? Was ist denn das? Zillig, obvious, jagen die mich. Ah. Warum haben wir eigentlich schwer keine Verstärkung? Hilfe derzeit nicht verfügbar. Natürlich müssen wir das allein machen. Ach komm, halt doch Maul. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Eins. Zwei. Ich darf jetzt nicht gesehen werden, wenn es geht. Haben wir. Okay, die Schützen sind down. Dann müssen wir da jetzt so einigermaßen halbwegs reinlaufen können. Dann kommen jetzt die Angels von vorne, I guess. Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Ich hoffe, du bist in der Nähe, Rookie. Die verdammten Peggys sind im Gefängnis. Sie haben die Eingänge versperrt. Da ist ein Luftschacht auf dem Dach. Such dir einen Weg da hoch und komm von da aus rein. Schnell! Verschlossen. Da ist ein Luftschacht auf dem Dach. So. Keine Sorge. Deine Freunde sind bei mir sicher. Wie kommen wir da jetzt hoch? Das ist doch jetzt die alles entscheidende Frage, wie wir da jetzt hochkommen. So, einmal klettern, zweites Mal klettern. So, dich haben wir. Da steht noch einer. Haben wir. Helft, geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Ja, will ich. Lad doch mal schneller nach. Sprich mit Tracy. Machen wir. Gar kein Problem. Hängt er da jetzt an einem Arm fest? Das ist ja cool. Sei ruhig. Irgendwas muss Virgil und dem Marshall zugestoßen sein. Dann ja, ich weiß. Chaos los. Die haben den Sheriff, Rookie. Die haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Puh. So. Ich habe alles richtig gemacht. Bring den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Du musst mir helfen. Die sind total verrückt. Ich schulde dir mehr, als du dir vorstellen kannst.
Binde den Schlüssel. Binde den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Wo haben wir den Schlüssel? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Danke, dich befreien wir auch. Schlüssel. Ich denke mal, hier drin wird jetzt kein Schlüssel groß liegen, oder? Kaliber, Nitro. Oder hätten wir jetzt gerade kurz klettern können, tatsächlich. Aber wo sollen wir denn von hier aus jetzt hin? Ich hab den Schlüssel ja noch nicht. Schlüssel benötigt. Plündern, plündern. Die haben wir alle. Aber hier liegt doch auch keiner mehr, oder? Wir haben doch irgendeinen in der Zelle getötet. Wahrscheinlich ist das der einzige, der jetzt fehlt, den wir jetzt noch nicht geplündert haben. Oh, lol. Meine Herren, bin ich blind. Hey, hier drüben. Ihr habt euch solche Mühe gegeben. Traurig zu wissen, dass alles vergebens war. Och nee, warum denn jetzt schon wieder? Schwester. Oh nein. Oh. Nein. Nein. Oh. True. Stimmt. Hilf mir. Komm schon, Virgil. Komm schon. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist jetzt, das ist egal jetzt. Arme Tracy. Boah, das muss echt hart sein, wenn du so sehr mit denen arbeitest und die ganze Zeit verbunden dich fühlst und so, dann jemanden zu verlieren, ist wahrscheinlich genauso schlimm, als wenn es jemand aus der Familie ist. Macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Ja, ich würde sagen, wir sind kurz vorm Ende in Faves Bereich, wa? Wir haben es fast geschafft. Wir sind gleich durch. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Ach, Quatsch. Weg nach Eden ist offen für die, die Fae folgen. Will ich aber nicht. Lieber hab ich kein Eden. Wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir. Ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch. Ich will da wirklich nicht durch. Das Tor ist das, was uns kaputt macht. Warum sehen die Bäume so doll weird aus? Die hat den Sheriff, ja, Mann. That saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was ah, ja, ja, ja. Ein Sheriff hat dich vom Pfad abgebracht. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung. Und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Komm,
Können wir ihm folgen? Können wir ihn aufhalten? Können wir ihm folgen? Können wir ihn aufhalten? Können wir bitte irgendwas tun? Hallo? Der Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Oh, ich brauche dafür wieder 100 Versuche, wa? Safe. Ich habe keine Medkits, gar nichts. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Wo ist sie? Hallo, aua, aua, okay, tut mir leid, sorry. Oh, Mann, wir sind am Ende. Das reißen wir jetzt hier durch. Die Folge geht noch circa 8 Minuten. Wir schaffen das in 8 Minuten. Ich weiß nicht, ob irgendwer Bock hat, wieder mitzuzählen, wie viele Versuche wir brauchen, aber diesmal versuche ich es unter 24. Das ist das Ziel. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So ja, dicht komm, dran, halt den Mund. Das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Wo kann ich sein? Bin ich hinter dir? Übeltäterin! Ja, das Nachladen ist halt blöd. Du hast hier keine Möglichkeit, dich zu verstecken. Das macht es ein bisschen schwierig. Hör mal auf! Ich hab halt keine Medkits, das ist scheiße! Ich hab keine Medkits, das ist immer noch scheiße! Ja, wir werden jetzt eine Weile sterben, wenn wir keine Medkits haben. Ich pack das nicht mit einer Lebensladung. Das ja, kannst du gar nicht richtig ausweichen, wenn man einfach viel zu langsam läuft. So, okay, wir sind mit 3, ne? 3. Wo ist Anne, wenn man sie braucht? Anne hat beim letzten Mal richtig gut mitgezählt. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Die Frage ist die Waffe besser? Nee, ich will meine Waffe haben. Kein Weg zurück. So. 1. Du bist leer. Übeltäterin. Gar nicht wahr. Gib mir die. Verwirrt? Wo kann ich sein? Bin ich hinter dir? Ja, komm, geh mir aus dem Weg. Die werden auch nicht weniger, wa? Junge, ich muss einfach mal ein bisschen hochgehen zwischendrin. Lass mir doch mal die Möglichkeit. Ich mach's schnell. Bist du verwirrt? Keine Sorge. Das geht bald vorüber.
So, dann wechseln wir jetzt mal kurz auf die hier. Ich mach dir auch keinen Schaden, kann das sein? Ei, nee, lass mich healen. Ich renn weg, ich muss healen. Jetzt stirbst du allein. Ich renne im Kreis, es ist okay. Ich renne einfach eine Weile im Kreis, dann kriegt die mich nicht so schnell. Du hast unseren Olivenzweig zurückgewiesen. Jetzt empfängst du unseren Zorn. Ich treffe halt nichts, das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, komm, lad nach. Ja, komm, schmeiß mich ab, gar kein Problem. Warum kämpfst du gegen uns? Du siehst doch, was kommt. Mad Kids! Oh Gott, wenn ich Mad Kids kriege, das ist gar nicht gut. Oh. Der Vater bietet dir die Chance loszulassen, dir keine Sorgen mehr zu machen, frei zu sein. Wo bist du? Lass mich dich doch treffen! Oh shit. Du hast Angst. Gar nicht wahr, es ist gelogen, ich habe keine Angst. Warum bist du nicht down? Du kannst den Vater nicht hintergehen. Oh. Du wirst niemals wissen, was ich weiß. Das ist mir egal, ob ich jemals weiß, was du weißt. Ganz ruhig. Ja. Siehst du nicht, was du da tust? Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen im Kreis laufen. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen healen. So, dadurch kommen wir ihr jetzt nämlich wieder zu nah. Das ist sehr, sehr gut. Das ist mir egal. Ich mach, was ich für richtig halt. Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Ich kann nichts dafür. Nichts davon ist meine Schuld. Oh nee, wir haben noch mal so eine Zwischenstufe. For real? Ich war 17, doch ein Kind. Ja, Faith, es tut mir leid. Oh, es ist. Oh, okay, warte mal, jetzt wird's deep in der Story. Hallo.
Ja, komm, schmeiß drauf. Schmeiß auf mich, schmeiß auf mich. Gar kein Problem. Nein, ich sterbe jetzt nicht kurz vorher. Vergiss es. Wird nicht passieren. Ja, wir laufen noch eine kleine Runde mehr im Kreis. Wir müssen noch ein kleines bisschen mehr healen. Wir packen das, wir schaffen das. Wir gehen jetzt nicht nochmal drauf. Das ist eine sehr gute Strategie, die wir hier haben gerade. Ich krieg die auch nicht down, ne? Ich mach keinen Schaden. Ich mach halt wirklich keinen Schaden. Ja, okay, wir laufen wieder eine Runde mehr im Kreis. Aber so viel kann sie doch gar nicht mehr haben. Was ist das? Los, heilen, ein bisschen schneller hoch. Kann ja nicht sein. Du wirst niemals wissen, was ich weiß. Das ist mir immer noch Jucke. Du schlägst zu, aber du kannst deine Schöpfung nicht vernichten. Dharma! Geht doch! Boah, hat das jetzt lang gedauert. Aber wir sind durch. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Sheriff. Du wirst die Heldin sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Okay, alles klar. Passiert jetzt noch irgendwas oder sind wir jetzt einfach aus der Situation raus? Faith ist jetzt tot, wir haben Faith jetzt besiegt, wir haben den nächsten Bereich leer. Okay, es ist doch noch nicht ganz vorbei, wie es aussieht. Folge dem Pfad. Betritt Faiths Bunker. Es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen den Sheriff noch, wa? Hier ist auch alles so voll geblisst. Ich finde den Sheriff. Ich habe nicht aufgegeben. Ich. Joseph, Sie. Ich habe hier einen Haft. Was wird kommen? Oh nee, wir müssen schon wieder so Bunkerkämpfe machen. Das lief das letzte Mal doch schon so schlecht. Is to sing his praise than when the first begun. Ei. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky.
alles. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Amazing Grace, oh sweet. Natürlich. Hör auf, dahin zu gehen. Mach den Scheiß nicht. Like me. I once was lost. Warum gucken wir uns das an? Oh Gott, ich kann das nicht sehen, das triggert. Eieieiei, erzählt mir, wenn es vorbei ist. Guckt nicht hin, wenn es euch triggert, guckt nicht weg. Nee, nicht hin, so rum. I can't see it. Rookie. Okay, vorbei. Los, Rookie, schalte alles ab. Stoppe die, wo? Oben. Warum sind die jetzt alle in diesem Bunker? So. Manchmal checke ich noch nicht, dass wir halt super viele Halluzinationen durch das Zeug haben. Oh, ich will jetzt niemanden erschießen müssen, bitte. So, einmal kurz klarkommen. Mach zu den Bums, bevor wir drauf gehen, bitte. Ja. Hätte ja funktionieren können. Hätte ja funktionieren können. Natürlich hat's nicht. Natürlich hat's nicht funktioniert. Ach, lohnt sich das noch, eine neue Folge anzufangen? Ach komm, scheiß drauf.